Der sogenannte große Verbrecher gilt als soziales Phänomen mit Suggestivwirkung, als ein Faszinosum, welches die Vorstellungskraft der Allgemeinbevölkerung langfristig beschäftigt. Die Faszination des großen Verbrechers ist jedoch nicht seine Tat als solche oder die Verkettung von bestimmten Taten, nicht irgendeine Gewaltausübung oder die Akkumulation verschiedener Verbrechen, sondern die Souveränität des Täters. Walter Benjamin erklärt die Faszination des großen Verbrechers so: In diesem Fall tritt also wirklich die Gewalt, welche das heutige Recht in allen Bezirken des Handelns dem Einzelnen zu nehmen sucht, bedrohlich auf und erregt noch im Unterliegen die Sympathie der Menge gegen das Recht. Die sogenannte Sympathie der Menge gegen das Recht, wie Benjamin das weithin bekannte Phänomen der Faszination des großen Verbrechers, des Täters, ursächlich bezeichnet, also die bekannte Tatsache, dass die Allgemeinbevölkerung gern mit dem Gesetzesbrecher sympathisiert, sei seine Zustimmung zur Gewalt. Doch warum stimmt die Menge überhaupt der Gewalt des Täters zu, die doch so bedrohlich ist und die potenziell auch sie selbst treffen könnte? Ist es eine gesellschaftliche Angst von der von Benjamin sogenannten mythischen Gewalt, die im Verbrecher personifiziert sein könnte? Der Ärger der Götter, wie Judith Butler meint? Das Hinnehmen potenzieller Gefahr durch den Verbrecher lässt sich nicht mehr mit der Dichotomie asketischer Gesetzestreuer und charismatischer Verbrecher, wie bei Wilhelm Reich, oder dem Sympathievorteil des Letzteren erklären, der die Menge angeblich durch Bewunderung auf seine Seite zieht, sondern er bedarf auch eines Blicks auf die politischen Verhältnisse. Der sogenannte große Verbrecher, der Übertäter, ist somit vom Souverän in Georges Batailles und Giorgio Agamben's Verständnis kaum noch unterscheidbar. Denn auch er regiert ja einen Ausnahmezustand, einen Bruch im Bereich des bisherigen Normsetzenden oder Politischen.